Ja, ich bin. Ich habe gerade die Wachen verpfiffen. Und dadurch komme ich jetzt. Du warst es, der unserem Hauptmann geholfen hat, die dreckigen Schweine unter uns ausfindig zu machen. Du darfst jederzeit eintreten. Genau, ich darf jetzt in den Hafen. Ich bin auch direkt jetzt im Arsenalbezirk und habe das gemacht. Und die Mission habe ich jetzt noch gar nicht gehabt. Aber das ist auch nicht so wild. Komm schon. Gut, zwei Leichen mehr und ich stehe tief in deiner. Ich werde nun an einen. Ja, er geht jetzt an einen sicheren Ort. Wir wissen ja, wo es ist, aber da sind wir ja noch lange nicht. Und ja, ich habe jetzt auch noch wirklich kaum Missionen hier erledigt. Also hier Oh, hallo. in dem Bezirk überhaupt nicht. Und also wirklich ich bin direkt hier hin, habe dann das mit den strafversetzten Soldaten gemacht und dann ach, Wachen, nicht Soldaten, Wachen. Und bin jetzt im Hafen. Und ja, jetzt kommt natürlich wieder der Film. Seht ihr auch? Ich bin, ja klar, geht ja nicht. Ich bin zum ersten Mal hier im Hafen. Wäre ja sonst merkwürdig, wenn ich hier schon 10-mal hin und her gerannt wäre. Wäre auch unnötig, da die ganzen Missionen zu erledigen, weil die brauche ich ja gar nicht, um es durchzuspielen, sagen wir es so. Dann, als ob das so funktionieren würde. Aber okay. Naja. Stapellauf mal anders. Gut. Video fertig und wir können dank Tageslicht nicht unsere Mission erfüllen, aber wir werden sicher irgendwo eine Bank finden oder irgendwas in der Art, wo wir uns kurz bis nachts hinsetzen können. Übrigens, die Rüstung, die habe ich mir machen lassen von dem Schmied, den ich nach Venedig geholt habe. Ich habe jetzt ein bisschen, naja, habe dafür was bezahlen müssen, aber Geld ist ja jetzt Gott nicht so danke. dramatisch. Das war schon das dritte Mal diese Woche und wieder kein. Okay. So, jetzt brauchen wir irgendwas, wo wir uns hinsetzen können, ausruhen. Die Truhe da hinten lasse ich mal, die ist ja nicht so wichtig. Auch die Schatzkarte, die der Kerl für uns hat, ist eigentlich total egal. Ich weiß, glaube ich, wo eine Bank ist. Ich hoffe mal, dass da eine steht. Ansonsten müsste ich mir irgendwas anderes ausdenken. Wahrscheinlich mit dem Gondolieri irgendwo hinfahren. Mist, ich dachte, hier steht jetzt eine Bank. Ne? Willst du wohl? Jetzt sag nicht, dass ich hier. Funktioniert ja doch. Irgendwie. Aber auch nur irgendwie. Stimmt, dann da war doch irgendwas mit dem, den Kahn hier anzünden. Ach, da ist wer unten drin, stimmt. Gut, dann müsste ich wohl mit dem Gondolieri irgendwo hinfahren, wo ich mich ausruhen kann. Ah nee, da ist doch eine Bank. Aber ich kann mich jetzt. Ist das euer Ernst? Ich kann mich nicht auf die Bank setzen, um mich auszuruhen.
Ja, fast schon peinlich. Wie kann ich dir... Ich möchte reisen. Ich möchte die Gondel... So. Wo möchte... Ich möchte dahin, denn da kann ich dann in die Kneipe gehen, mich auf den Stuhl setzen, mich ausruhen, bis es Nacht ist und dann wieder in den Hafen gehen. Ja, da sind auch noch zwei Vasen. Aber das brauche ich ja alles nicht. Ich habe immer noch genug Geld, falls ich mir irgendwie was kaufen müsste. Guck mal, da kann ich mir sogar die Äpfel nehmen. Und mich ausruhen. So, Mitternacht. Oder mitten in der Nacht, je nachdem. Wäre ja dann Mitternacht, oder? Normal schon. Obwohl, je nachdem wäre es auch schon vor Mitternacht, denn... ja gut, je nach Jahreszeit. Muss ich schon sagen, jetzt zum Beispiel im Sommer ist es ja so, da geht die Sonne ja schon. Die Gondel benutzen. Boah, wann geht die auf? Naja, wie auch immer. So, da will ich hin. Die Sonne geht früh auf und geht spät unter und dann ist die Mitte der Nacht aber auch leicht verschoben, meine ich. Und im Winter sowieso. Ach ja, aber das ist ja noch die Uhrumstellung, das ist ja auch noch so ein bisschen Geschummel. Naja. Gut, jetzt muss ich da hoch und ein Feuerchen anzünden. Feuer, 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 Feuer. Auf geht's. Ich müsste mal... Verschwinde, hier gibt's nichts zu sehen. Mich auch. Ich würde dich am liebsten an die Wand, hier an den Turm knüpfen, aber das gäbe bestimmt nur Ärger. Okay, jetzt sind wir doch schon fast ganz oben. Nur noch 5 Minuten weiter Treppen laufen und dann sind wir da. Naja, aber es ist schon gut, dass der Turm so hoch ist, sonst wäre es ja kein richtiger Leuchtturm. So, jetzt müssen wir raus und die Leiter hoch. Wenn ich die denn dann mal... So. Doch noch die Leiter getroffen zum Hochmarschieren. Hoffentlich falle ich jetzt nicht wieder runter. Ah, sieh mal einer an. Da ist eine Truhe mit 3 Schlössern. Die mache ich jetzt doch mal auf. Rot, gelb, grün, gelb, 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 grün. Rot, gelb, grün. 1, 2, 3, 4. Grün. Nur 42 Dukaten und 50 Erfahrung. Schade. So, Feuerchen. Feuer, Feuer, Feuer. Und ein Kurier sollte kommen und mir eine Nachricht übergeben. Ich würde einfach mal sagen, ich gehe runter. Weil der Kurier müsste mir ja hier irgendwie entgegenkommen, oder? Ich sehe aber nichts. Da scheint auch nichts zu sein. Ich gehe nochmal hoch. Ich meine, irgendwie war da was, dass der da oben auftaucht. Vielleicht habe ich ja Glück und der taucht wirklich hier auf. Oder auch nicht. Gut, dann muss ich runtergehen. Dann wird der Kurier da irgendwo auf mich warten. Hoffe ich doch zumindest. Ansonsten... Boah, keine Ahnung. Ansonsten müsste ich dann nochmal hoch. Wäre natürlich ärgerlich, aber... Moment. Schade, es klappt nicht ganz. Sonst würde ich hier versuchen mit einem kleinen Trick... alle Treppen zu überspringen, aber das geht natürlich nicht. Okay, das Feuer ist angezündet. Wo kommt der? Ah, da. Da kommt ein einsames kleines Bötchen. Ohne Insasse, ohne Segel, aber sehr schnell dafür. Und legt an dem Steg an, wo eigentlich Le Gondolieri stehen sollte.
Aber selbst jetzt ändert sich es noch nicht, dass da ist immer noch kein Segel dran oder sonst irgendwas. Merkwürdig. Na gut. Wollen wir mal sehen, ob das die letzte Mission ist, die wir erledigen müssen, wenn denn dann jetzt nicht noch eine Zwischenquest kommt. Ich habe alles dabei. Für den Dogen? Oh ja. Und für seinen seltsamen neuen Freund. Sie brauchen das für ihre großartigen Pläne. Oder so sagt man. Aber du weißt ja, es dürfen keine Fragen gestellt werden. Okay, ein Paket für den Dogen. Dann würde ich doch mal sagen... Nee. Da, der untote Fürst. Ach, das hat ja nichts damit zu tun. Wo ist denn hier? Ach da, Signalfeuer, genau. Ach so, ich muss zum Meister zurück. Aha. Ja, ganz vergessen. Aber der Gondoliere ist jetzt natürlich weg. Da muss ich ein anderes Schiff von einem... Also eine andere Gondel nehmen. So rum. Und dann sind wir auch recht schnell da drüben. Da müssen wir zum Glück nicht durch alle Bezirke laufen. Das würde dann noch einen Moment länger dauern. Aber zum Glück sind die Gondoliere ja jetzt auf meiner Seite. Den werde ich mich übrigens als letztes anschließen, weil da muss man dann wirklich noch auf die Klaue rauf. Was dann doch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Ja, werde heute auch... Das ist die Überlegung. Ich werde heute aber eigentlich, denke ich mal, nicht mehr weitermachen mit der Aufnahme, sondern das mache ich dann morgen. Wie kann ich dir helfen? Weil ich wirklich den halben Tag gebraucht habe dafür. Ich möchte reisen. Wo möchte... Also, ja. Moment, ich muss dahin. Ganz ans Ende, andere Ende dieser Stadt. Total verrückt. Gut, Steinlilie erhalten. Wollen wir doch mal sehen, was unser Schiff dazu sagt, wenn wir dem dann wahrscheinlich jetzt verklickern, dass wir wissen, dass das Paket für den Dogen ist. Dass wir da theoretisch unbedingt mal reingucken müssen. Willkommen zurück bei den Schattenflügeln. Wegen meines Du hast also das... Aber ich habe noch Fragen. Du weißt, dass unsere Regel lautet, es werden keine Fragen gestellt. Werde ich als Erfüllungsgehilfe für die Drecksarbeit des Dogen eingesetzt? Nun, es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Vielleicht habe ich meine Stellung missbraucht. Aber du warst auch ein williger Diener. Um dir zu beweisen, wie sehr ich deine bisherigen Leistungen schätze, lasse ich dir die Wahl. Entweder ich gebe dir einen, nun ja, unmoralischen Auftrag, aber der hätte eine hohe Belohnung zur Folge. Oder du führst einen Kurierdienst aus, der mir, dir und ganz Venedig helfen wird. Also, was sagst du? Wow, jetzt müsste ich eigentlich vorher speichern. Das habe ich jetzt aber nicht. Das vorher irgendwie gespeichert. Ich müsste... ich versuche es jetzt einfach mal. Damit gehe ich ja jetzt nur aus dem Spiel heraus. Schattenflügel. Das müsste ja noch vor der Entscheidung sein. Ja. Ja, genau. So, dann. Jetzt nochmal. Spiel speichern. Glück gehabt, dass das so funktioniert hat. So, und jetzt wird erstmal der unmoralische Auftrag ausgeführt. Weil den will ich ja eigentlich nicht machen. Willkommen. Wegen mein... Du hast... Aber ich habe... Du weißt... Sag mir die Wahrheit über meine Aufträge, sonst lasse ich sie sein. Nun, es ist nicht so lang. Vielleicht habe ich meine Stellung missbraucht. Dieselbe Antwort. Um dir zu entweder oder du... Also... Gut, erstmal der Unmoralische. Unmoralisch, aber lohnend? Klingt gut. Großartig, du hast dich entschieden.
Grimm wird dir mehr erzählen. Oh, und keine weiteren Fragen.